Vielen Dank. Herzlichen Dank, Herr Kultusminister. Das Wort hat der Abg. Greilich, FDP-Fraktion. Herr Präsident, meine sehr verehrten Damen und Herren! Ich hätte mir ja gewünscht, dass wir uns die zweite Runde ersparen können, dass der Minister vielleicht einmal, dass der Minister vielleicht mal ein wenig Problembewusstsein zeigt, ein wenig wahrnimmt, wie die Situation tatsächlich aussieht, wie sie von Eltern wahrgenommen wird, wie sie von Lehrerinnen und Lehrern wahrgenommen wird, von all denen, die an den Schulen mit ihrer Bildungspolitik konfrontiert sind. Aber dann höre ich, das gibt es alles nur in der Vorstellung des Abg. Greilich. Na gut, also, Herr Minister, wenn Sie es nicht gelesen haben und mir vorhin nicht zugehört haben, ich wiederhole noch einmal, was im Bildungsmonitor 2018 auf Seite 154 steht. Das sind nicht meine Zahlen. Ich habe den auch nicht geschrieben. Dort steht Ausgabenpriorisierung 14. Platz. Ich habe es vorhin zitiert. Hessen weist Bildung im öffentlichen Ausgabeverhalten die drittniedrigste Priorität aller Bundesländer zu. Und Sie erzählen, wir sind vorne. Das passt irgendwie nicht zusammen. Ich hatte es vorhin schon erwähnt. Bei den Bildungsausgaben pro Kopf und bei den öffentlichen Bildungsausgaben, von denen ich eben gesprochen habe, da beziehen Sie sich vor allem auf Kindertageseinrichtungen, auf Schulen und Hochschulen. Ein anderes, noch sehr viel schlechteres Bild zeigt sich, wenn man auf die öffentlichen Ausgaben für allgemeinbildende und berufliche Schulen schaut. Da haben wir für Hessen insgesamt ein Volumen von 4,6 Milliarden €, davon drei Viertel das Land, ein Viertel etwa die Gemeinden und Gemeindeverbände. 4,6 Milliarden € zusammen. Baden-Württemberg 8,7 Milliarden €. Bayern 10,9 Milliarden €. Niedersachsen 6,1 Milliarden €. Nordrhein-Westfalen 13,6 Milliarden €, also rund dreimal so viel wie in Hessen. Man mag einmal darüber nachdenken, wer Kultusminister in Nordrhein-Westfalen ist und wer hier regiert, meine sehr verehrten Damen und Herren. Ich will einen letzten Punkt erwähnen, weil ich da wirklich massiv enttäuscht bin, Herr Minister. Ich hätte mir erwartet, dass Sie endlich einmal ein Wort sagen zu der Frage der Belastung der Lehrkräfte in unserem Land, zur Belastung der Schulleitungen und wie Sie damit umgehen wollen, dass diese Tatsache genau so ist, wie sie ist. Ich kann daraus nur schließen, dass Sie nach wie vor nicht wahrgenommen haben, was auch in der Anhörung gesagt wurde. Sie haben ja trotz Einladung auch gar nicht reagiert. Sie sind nicht gekommen. Sie haben auch niemanden geschickt. Gut, das ist so. Aber ich hatte es schon erwähnt. Wir haben das alles gedruckt. Wir haben eine wunderbare Broschüre daraus gemacht. Da können Sie nachlesen, das einheitliche Votum aller Schulleitungen, aller Lehrerverbände, alle, die sich beteiligt haben. Wir haben es Ihnen, glaube ich, auch schon einmal geschickt. Aber wenn ich Ihre Reaktion hier erlebe, dann haben Sie es offensichtlich nicht gelesen. Ich gebe es Ihnen noch einmal mit. Vielleicht haben Sie jetzt während dem Plenum Gelegenheit, sich damit zu beschäftigen. Es führt zu Erkenntnisgewinn. Ich kann es Ihnen versprechen. Vielen Dank, Kollege Greilich. Das Wort hat der Abg. Christoph Degen, SPD-Fraktion. Herr Präsident, meine Damen und Herren! Ich habe mich noch einmal zu Wort gemeldet, weil ich doch dieses Schönreden so nicht stehen lassen kann, weil der Minister so tut, als wüsste er ja, was an den Schulen los sei. Ich habe ja nicht ohne Grund schon im Frühjahr eine Anfrage gestellt, wann der Minister dann das Parlament mal darüber informieren könne, wann er absehen kann, uns zu sagen, wie die Lehrerversorgung zum Schuljahresbeginn sein wird. Und hat der Minister geantwortet, Ende Juni, ich zitiere, belastbare Aussagen zu Stellenbesetzungen können spätestens nach den Rückmeldungen der Schulen zur Landesschulstatistik, die im November erscheint, veröffentlicht werden, meine Damen und Herren, nachzulesen in Drucksache 6369. Belastbare Aussagen haben Sie keine. Sie stochern im Nebel und versuchen, dem Parlament, der Öffentlichkeit und den Eltern vorzugaukeln, alles sei wunderbar. Sie wissen gar nichts. Und wenn Sozialdemokraten vor Schulen auf die Situation aufmerksam machen, was vollkommen in Ordnung ist für Schulen. Sie nutzen den Elternbrief, Sie machen Wahlwerbung auf Steuerzahlerkosten, indem Sie Dinge, die Eltern tagtäglich eigentlich überhaupt nicht interessieren, indem Sie Ihre geschönten Zahlen hier reinschreiben und auch noch behaupten, Sie setzen weiterhin nur auf qualifizierte Kräfte. Sie wissen doch überhaupt nicht, welche Kräfte an Ihren Schulen arbeiten. Auch das können wir alles nachweisen. Sie haben
auf die Frage, welche Qualifikation denn die rund 5.000 Lehrkräfte haben, die nur mit Unterrichtserlaubnis arbeiten. Auf die Frage haben Sie gesagt, z. B. der Grundschullehrkräfte von den, ich zitiere wieder, von den 1.479 Grundschullehrkräften nur mit Unterrichtserlaubnis oder ohne Qualifikationseintrag sind nur bei 629 Personen überhaupt statistisch auswertbare Einträge zur Ausbildung vorhanden. Sie wissen überhaupt nicht, wen Sie da mit TVH-Verträgen an die Schulen schicken. Und Sie wissen das ganz genau, dass das ein Problem ist. In Ihrem großen Interview die Tage haben Sie auf die durchaus schlaue Nachfrage des Redakteurs, ob denn alle qualifiziert seien, die Sie da auf die Stellen schicken, haben Sie geantwortet, ja, natürlich, alle, die wir auf unbefristete Stellen sitzen, sind qualifiziert. Ja, aber darum geht es nicht. Wir haben es gestern gehört, wir haben 5.000 Stellen in Hessen, die mit TVH-Verträgen bestückt sind, die befristet sind. Und das sind die, wo Sie die Leute natürlich nicht entfristen, weil die keine pädagogische Ausbildung haben, kein Lehramt haben. Das sind fast ein Zehntel aller Lehrkräfte in Hessen. Das ist natürlich ein Problem an den Schulen in Hessen, meine Damen und Herren. Sie haben eben den Ausbau der inklusiven Beschulung gelobt und dass Sie da so viel tun. 80% aller Förderschullehrkräfte, auch das sind Zahlen von Ihnen, haben kein Staatsexamen im Förderschullehramt. Das ist ein Problem, wenn Sie Leute in diesen hochanspruchsvollen Beruf schicken, ohne pädagogische, didaktische Ausbildung, ohne Diagnostik. Dann ist das alles mal ein Löcherstopfen, aber dann ist das nicht unser Anspruch an gute Qualität an den Schulen in Hessen, meine Damen und Herren. Sie sind ahnungslos, was die Qualifikation Ihrer Lehrkräfte angeht. Sie sind ahnungslos, was den Krankenstand Ihrer Lehrkräfte angeht. Sie sind ahnungslos, was den Investitionsbedarf an Schulen angeht, weil Sie es gar nicht wissen wollen. Und Sie sind ahnungslos, wie viel Unterricht überhaupt in Hessen ausfällt, meine Damen und Herren. Das kann man kritisieren, dass wir das sagen. Aber wir können jede einzelne dieser Aussagen belegen, dass Sie es entweder nicht wissen oder nicht wissen wollen. Da müssen Sie sich einmal entscheiden. So lassen wir das nicht, so geht das nicht. Und das muss dann noch einmal klargestellt werden, meine Damen und Herren. Wir gar nicht. Wie kommst du auf die? Vielen Dank. Das Wort hat der Abg. Schwarz, CDU-Fraktion. Herr Präsident, verehrte Kolleginnen, sehr geehrte Kollegen! Was wir heute hier bei SPD und bei FDP erleben, ist ja Verzweiflung pur. Verzweiflung pur. Anders lässt sich das, was Sie hier eben gerade als Vorstellung gegeben haben, kaum erklären. Sie sind nicht in der Lage, eine einzige Zahl, die ich vorgetragen habe, die der Minister vorgetragen hat, zu widerlegen. Sobald es konkret wird und Sie gefragt werden, was sind es denn für Beispiele, dann ist auf einmal die Rede von einer so und so Schule. Herr Kollege Degen, ich wüsste immer noch gerne, welche Schule es konkret ist. Da können Sie sich ja noch einmal nach vorne stellen und erzählen, welche Schulen Sie genau besucht haben, mit welchen Schulleitern Sie gesprochen haben und welche Lehrerinnen, welche Lehrer Ihnen diese Schauergeschichten, die Sie hier der Welt erklären, so vermittelt haben. Ich wüsste es gerne einmal. Ich wüsste es gerne. Machen Sie es doch einmal. Pusten Sie nicht dauernd den Backen auf, pfeifen irgendeine Melodie, und nichts passt zusammen. Das ist der erste Punkt. So, und dann ist es, glaube ich, die Sache dann schon wert, dass man sich mit dem Kollegen Greilich auch noch einmal befasst. Ich halte es für wirklich unsäglich, Herr Kollege Greilich, was Sie hier eben gerade getan haben. Und ich sage es Ihnen auch weswegen. Dann widerlegen Sie doch bitte einmal die Tatsache, dass die Bildungsausgaben pro Kopf in Hessen so hoch sind wie in keinem anderen Bundesland. Das können Sie nicht. Das können Sie nicht. Punkt 1. Punkt 2 ist, dann zitieren Sie den Bildungsmonitor, Ihr gutes Recht, habe ich nichts dagegen. Dann nehmen Sie absolute Investitionsvolumina und erklären, in Nordrhein-Westfalen würde ja dreimal so viel für Berufsschulen ausgegeben wie in Hessen. Dürfte ich, ungefähr den Wert haben Sie genannt. Können Sie ja noch einmal vortragen. So, würden Sie dann wenigstens zur Kenntnis nehmen, dass in Hessen gut 3 Millionen Menschen leben? Da freuen wir uns darüber. Dass in Nordrhein-Westfalen aber ungefähr 19 Millionen Menschen leben, wenn Sie diese Zahlen jetzt vergleichen und die erforderlichen Schulen, die dann vorgehalten werden, ist Ihnen offensichtlich völlig wurscht. Und das zeigt, wes Geistes Kind Sie sind. Sie wollen die Leute schwindelig spielen, Sie wollen durcheinander bereiten, und Sie wollen ein Bild zeichnen von den hessischen Schulen, was schlicht und ergreifend falsch ist.
Herr Kollege Schwarz, der Kollege Merz wollte Ihnen eine Frage stellen. Nichts. Aus, gibt nichts. Machen wir weiter. Und ich will Ihnen auch noch eines zurufen. Dann kommen Sie von Basiswerten. Nehmen Sie bitte jetzt zur Kenntnis, Herr Kollege Degen, Herr Kollege Greilich. Von Jahr zu Jahr steigt der Bildungsetat in Hessen an. Mit exorbitanten Sprüngen in den letzten 5 Jahren. Und da sind wir stolz drauf. Wozu führt das? Es führt dazu, dass die Klassengrößen in Hessen kontinuierlich kleiner geworden sind. Kontinuierlich kleiner. Ja, Sie kennen die Zahlen nicht. Sie werden jetzt wieder irgendeine Geschichte erzählen. Beschäftigen Sie sich mit der Materie. So. Ja, können Sie mal machen. Kommen Sie doch nach vorne. So, deswegen will ich Ihnen auch eines sagen, Herr Kollege Degen. Als wir zum Glück die Schulen von Ihrer schlechten Bildungspolitik erlöst haben, Herr Kollege Degen, als wir zum Glück die Schulen von Ihrer schlechten Bildungspolitik erlöst haben, gingen 20 Schüler im Schnitt in die Klasse und ein Lehrer kam dazu. Wir liegen heute bei einem Lehrer-Schüler-Verhältnis von 1 zu 13,8. Die kleinsten Klassen, die es in Hessen jemals gab. Und deswegen, meine Damen und Herren, wir können hier über alles reden. Aber hören Sie auf, Herr Kollege Merz, hören Sie auf, den Leuten ein Weltbild zu zeichnen und ein Bild von hessischen Schulen war schlicht und ergreifend erfunden. Ich darf das Wort nicht nennen, Herr Präsident, aber zumindest wahrheitsgestaltend ist, hat mit den Realitäten nichts zu tun. Deswegen bedanke ich mich noch einmal für die Gelegenheit, diesen Unsinn, den Sie hier präsentiert haben, gerade zu rücken. Vielen Dank, Kollege Schwarz. Das Wort hat die Frau Abgeordnete Faulhaber, Fraktion DIE LINKE. Ich bin da so sprachlos. Danke für die Blumen. So, Herr Präsident, meine Damen und Herren, dann nehme ich mal ein paar Sachen vorweg, die wir morgen hier zu der Studie des Forschungsinstituts für Bildung und Sozialpolitik hier einbringen würden. Also, Herr Schwarz, Sie haben vorhin gesagt, wo nehmen Sie die Zahlen her? Sie haben es selber in Auftrag gegeben. Er nimmt die Zahlen irgendwo her und hat nichts in Auftrag gegeben. Das ist der Unterschied. So. Also, das Statistische Landesamt in Hessen hat im Februar eine Erhebung vorgelegt. Das spannt sich Ihre Zwischenrufe, es helfen Ihnen nicht. Das Statistische Landesamt Hessen hat eine Prognose vorgelegt. Da wurden die Zahlen sehr vorsichtig und konservativ gerechnet. Die Kultusministerkonferenz hat auch Zahlen vorgelegt. Da ist es ein bisschen höher. Und jetzt können Sie das vergleichen in unserer Studie. Wenn man nämlich keine Entwicklung zugrunde legt, sondern statisch daran festhält, was jetzt ist und das auch lassen will bis 2030, dann mögen Ihre Zahlen stimmen. Aber das ist ja so nicht. Es gibt ja eine Entwicklung in der Schulpolitik, und es gibt Trends, und denen muss man sich stellen. Und es gibt eine demografische Entwicklung. Es werden ungefähr 100.000 Schüler mehr sein 2030, mit ein paar Schwankungen in der Berechnung. Und darauf muss man ja irgendwie eingehen. Wie war das heute? Mehr Schüler brauchen mehr Lehrer. Aber es ist schon klar, Sie haben einen Ersatzbedarf von mindestens 26.000 Lehrkräften im Jahr 2030, weil es gehen nämlich 15.000 Lehrkräfte mindestens in den Ruhestand. Es werden durch die demografische Entwicklung 6.200 Lehrkräfte gebraucht. Und dann war, da habe ich schon einmal darauf hingewiesen, eine Entwicklung, dass die in den letzten 5 Jahren 3.000 hessische Lehrer vorzeitig berufsunfähig waren. Das ist übrigens auch eine Zahl, wo man mal drauf gucken muss, warum sind die so viele berufsunfähig geworden. Wenn die Zustände in den hessischen Schulen so wären, wie Sie das hier loben, dann wären nicht so viele berufsunfähig. Das sind nämlich, und jetzt hören Sie zu, 40% derjenigen, die im Bundesgebiet
berufsunfähig geworden sind. So einen hohen Anteil haben wir daran. Das sollte einem schon einmal zu denken geben, und da sollten wir schon einmal darüber nachdenken. Also, wenn alles so bleibt wie bisher, haben wir auch immer noch die Anforderungen, dass die demografische Entwicklung steigt. Und wenn man alles berechnet, was dann an Ausbildung jetzt hier gemacht wird, es wurden ja Stellen erhöht an den Unis, aber es gehen ja nur 40% derer, die einen Abschluss haben, überhaupt ins Referendariat. Und wenn man das dann alles miteinander verrechnet, dann bleibt dann absolut der Bedarf von 10.000 Lehrkräften bis 2030. Und was ich jetzt hier gehört habe, an Schönmalerei und an, wir machen das eh schon gut. Also ich finde ja, ihr macht was, aber dann gleicht das doch einmal realistisch ab, wo wir stehen. Warum haben wir denn als Opposition eine Bedarfsanalyse in Auftrag gegeben? Weil ihr das nicht macht als Regierung. Das ist doch das Thema, über das man diskutieren muss. Und man muss als Regierung wissen, an welcher Stelle der Entwicklung steht man, an welcher Stelle steht man in den Anforderungen, die sich an das Bildungssystem ergeben. Und davon ist hier blanke Ahnungslosigkeit. Vielen Dank, Frau Kollegin Faulhaber. Das Wort hat der Kollege Greilich. 1:54. Eine Minute 54 werden mir vollständig reichen, weil ich werde jetzt nicht noch einmal alles wiederholen, was ich schon gesagt habe. Das können Sie nachlesen, Herr Kollege Schwarz. Natürlich ist Nordrhein-Westfalen fast dreimal so groß wie Hessen, aber es sind auch mehr als dreimal so viele Bildungsausgaben. Das ist nun einmal so, da kommt man nicht dran vorbei. Aber was mich viel mehr erschüttert, ist, dass es bestreitet doch kein Mensch, Herr Kollege Reif, dass wir über 4.000 zusätzliche Lehrerstellen in Hessen bekommen haben. Das hat unsere ausdrückliche Unterstützung. Das haben wir immer unterstützt. Sie sollten nur einmal darüber nachdenken, Sie von der Koalition, aber auch Sie, Herr Minister, warum alle außer Ihnen, alle außer Ihnen, ob das Journalisten sind, ob das Lehrerverbände sind, ob das Eltern sind, wenn man mit ihnen redet, einem erklären, ja, wir haben gehört, es gibt mehr Lehrerstellen, aber die Stimmung überall, wo Sie hinkommen, ist viel, viel schlechter, als sie das vor 5 Jahren war. Viel schlechter, Herr Präsident, als das vor 5 Jahren war. Und das muss einen Grund haben. Das muss einen Grund haben. Und wenn Sie sich diesen Problemen nicht stellen, dann werden Sie sie auch nicht lösen können. Und damit versündigen Sie sich an den Schülerinnen und Schülern. So, jetzt gibt es keine weitere Wortmeldung mehr. Wir sind am Ende der Debatte, und wir kommen zur Abstimmung über den Entschließungsantrag der Fraktionen der CDU und BÜNDNIS 90 DIE GRÜNEN 19/66/77. Wer diesem Entschließungsantrag seine Zustimmung gibt, den bitte ich um das Handzeichen. CDU, BÜNDNIS 90 DIE GRÜNEN. Wer ist dagegen? SPD, FDP, Fraktion DIE LINKE. Damit ist dieser Entschließungsantrag mit Mehrheit angenommen.